nuguar haratstone ayedewa dunhunjanuna nexti da sherdi de nise. They ought danu haje unhunjage danu ya taundo ayungua da se dunhage. Yaka a tagit scordage danu agader haradene ayede wat wandatne. Wat gunya do dari sigi owadu erda osete. Unhunjera di desaderi wadenyani. Aze goya tak gweni daguri huadeni. Yahasa giga. Asa tari jina hoda ze saksti tkara kunegas. Tonu e dagat ka tone gari huayeru nitsto. Ne e giga lung vera hawi o hiasnena jiniyo jizat nistaha washago snena. Yama. Seria sadoga, nexi gets hani sudzi ezos are hare. Was says akane gari huayronitstu, satahatsari. Nice, und damit haben wir auch schon Siegfried 4 beendet. Und ich denke mal, an der Stelle werde ich dann gleich auch Schluss machen. Für heute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wer ist der Assassine, der uns ausbilden wird? Mhm. 1769. Sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, hier geht's hoch? Ja. Geil, auch so schrägen. Ah, verdammt, jetzt spiele ich doch noch weiter, was? Von Neuengland. Okay. Wow. Alter, verpiss dich! Nein! Scheiße, jetzt werde ich hier von so einer stinkenden Katze gekillt, oder was? Na, nicht... Ah, verrecke! Scheißviech, Mann. Okay. Das hätten wir. Okay. Nice. Wo geht's hier jetzt lang überhaupt? Oh, was haben wir denn da überhaupt für ein Symbol? Das gucke ich mir mal näher an. Okay. Scheint hier nicht zu sein. Unter mir vielleicht oder so. Ha. Hier vielleicht? Nee. Ach, verflucht. Egal, da komme ich jetzt nicht hin. Wow. Hätte auch schief gehen können. Okay. Wo lang jetzt? Alter Schwede, das ist ganz schön... Muss ich sagen.
Juhu, auf der Stelle rumhüpfen. Okay, was sind das? Okay, ich sollte denen vielleicht nicht unbedingt begegnen. Ich bin nicht ganz so top ausgerüstet. Ich habe einen Bogen und einen Tomahawk. Was ich richtig geil finde, aber naja. Gibt besseres, was? Also sicherlich auch bessere Tomahawks. Das ist wahrscheinlich aus Stein gemacht oder so. Nun gut. Ich bleib hier mal lieber auf dem Weg so ein bisschen. Damit ich mich nicht noch verlauf. Alter, das sieht geil aus irgendwie. Was ich noch sagen wollte. Ich habe auch eine Theorie, wer der Ausbilder ist. Aber die behalte ich natürlich wieder mal für mich. Damit ich auf jeden Fall recht behalte. Nein. Aber, nachher ist sie totaler Müll und ich erzähle schon so genug Scheiße, also von daher. Und außerdem kann ich so sagen, ich hab's gewusst, egal, ob's stimmt oder nicht. Gut, wie weit ist es denn noch bis dahin? Ach, wir sind da, cool. Alles klar, Gebiet wechseln und... Geh mir aus dem Weg. Oder was? Ihm nach! Okay. Du bist verwirrt. Nach Devonport. Oder Devonport. Okay. Ja, laden. Und fertig gelandet. Gut. Ich würde sagen, ich gehe mal hier kurz hin. So, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Leider doch an anderer Stelle, nicht mehr auf dem geilen Baumstamm. Wo ist er? Da oben irgendwo oder so. Bin leider woanders gestartet, aber gut. Sei es wie es sei. Sind wir näher am Ziel dran, haben einen kürzeren Weg. Hat auch was. So, ja, wir sind ja auf der Suche nach einem Lehrmeister. Oh, und da steht ein Pferd. Meins. Wollen wir wetten? Doch nicht. Hey, was machst du denn da? Das ist meins! Und tschüss! Ja, gleich erstmal hier einen Namen machen als Pferdedieb. Hallo. Hallo. Du musst einer von Morgen. Sein. Von Irokesen, ja genau. Ich bin vom Stamm der Irokesen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt der Lehrmeister ist. Ob es bereits ein bekannter Charakter ist oder, naja, ein völlig neuer. Ja, ja, ist ja gut. Sequenz 5 schon, ein rüpelhafter Mann. Na, dann gehen wir mal rein und schauen mal, wen wir da finden. Ne? Niemanden offenbar. Okay. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen.
Okay, Schutz in den Ställen suchen. Na dann. Achilles Davenport. Davenport? Ich muss ein Lager. Will ich mal kurz gucken. Wie kann man sich die denn jetzt ansehen hier? Gar nicht. Naja. Gut. Dann erstmal in die Ställe. Und eine Runde übernachten oder was? Oh geil, so ein hochmoderner Schlafsack. Nee, einfach nur eine Matratze. Hm. Naja, besser als nichts. Na, werden wir da rausgeschmissen noch? Nee. Jetzt vielleicht? Ich weiß nicht, immer wenn irgendwie sowas kommt, dass er einfach irgendwo sich hinlegt oder so, da denke ich mir, gleich kommt da irgendwie jemand an und schmeißt mich da raus oder so. Was ist das da für ein Kreis? Ist das oben? Kann man hier denn machen? Okay, war doch nicht hier oben. Erstmal ein bisschen Krach machen hier, was? Wow, okay. War vielleicht ein bisschen weit der Sprung. Wie dem auch sei. Wir interagieren. Versuchen es nochmal. Nee, immer noch nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Ja, genau, brechen wir ein. So. Die ist offen, oder? Nee. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Ich denk mal eher nicht. Ich komme hoch. Okay. Ach da, okay. Da geht's natürlich nicht. Dann halt hier am Fenster. Hui. Ja, Millimeterarbeit. So. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden. Den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Das ist irgendwie so ein Yoda. Muss einerseits so einen Stock nehmen, um zu humpeln, aber hat es irgendwie noch voll drauf. So, was jetzt? Schutz in den Ställen suchen. Na, kommt schon der nächste Sturm. Kann man hier nicht vom Dach irgendwie so einen Dingsprung machen? Musst du mich nicht loswerden. Das Schöne ist, dass das Fallenlassen jetzt nicht mehr auf Shift ist, das heißt... Du wirst mein Lehrer. Du musst naja, nicht mehr Windows-Einrastfunktion, was? Ah, dann kommt's jetzt halt, wo wir rausgeschmissen werden. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt und dann war mein Pferd tot und ich hatte ein Pfeilchen. Oh. Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein,